Hallo, hier ist Harald in China. Ich bin hier in einem Park nahe von mir zu Hause in Peking. Wie ihr seht, ist das Wasser in diesem kleinen Teich pickelhart gefroren. Da spielen jetzt viele Kinder und auch ein paar Erwachsene auf dem Eis an diesem Sonntagnachmittag. Sonntagmittag, und es ist eigentlich erstaunlich, dass über Mittag noch so viele Leute draußen sind. Normalerweise essen die Chinesen ziemlich pünktlich über Mittag zu essen. Ich wollte euch nur kurz diese Szenerie zeigen, aber eigentlich soll dieses Video drum gehen, was jetzt ein Follow-up quasi zum letzten Video. Ich hatte ja beschrieben, wie ich hier ein Krankenhaus gesehen habe in Peking, welches keineswegs überfüllt war. Haben dann Leute auf Twitter auch kommentiert, ja, ich soll ja zu einer Fieberklinik gehen, wo also spezifisch Fieber behandelt wird, weil Covid ja Fieber auslöst, und weil ich ja in einem normalen Krankenhaus gewesen wäre. Ich bin jetzt nicht zu einer Fieberklinik gegangen, ich habe aber sehr viele Videos gesehen und selbst also wirklich Propaganda-Accounts wie Voice of America, das vom US-Staat bezahlt wird, um pro-amerikanische Propaganda zu machen. Selbst dieses Voice of America, das hat also auch Videos gezeigt von komplett leeren Fieberkliniken. Also das scheint kein Problem zu sein. Was eher problematisch zu sein scheint, das ist so das Thema Intensivstationen, dass es da jetzt ein paar Tage lang etwas eng gewesen sein soll. Das hat zum Beispiel auch die kommunistische Zeitung Global Times von China so beschrieben, dass es da jetzt Engpässe gegeben habe. Die Frage ist natürlich, wie groß sind die Engpässe? Und da sind wir auch bei einem Punkt, den ich durchaus kritisieren möchte. Ich will nämlich auch ganz klar machen, ich finde nicht alles perfekt in China. Ich bin nicht irgendwie ein bezahlter Vlogger, der da im Auftrag von der kommunistischen Partei irgendwie Propaganda macht. Nein, natürlich ist nicht alles perfekt hier. Und gerade die Informationspolitik, also zum Beispiel eine Global Times, die schreibt zwar, jetzt wird es besser mit den Intensivstationen, der Druck geht langsam weg aus Peking. Die haben aber nie geschrieben, ja, wie viele Intensivstationsbetten sind denn noch verfügbar in Peking. Also da hätte man viel besser agieren können, wenn man jederzeit halt in Echtzeit diese Daten veröffentlicht hätte. Und ich glaube, China ist mittlerweile so stark digitalisiert, dass diese Daten auch verfügbar wären. Da hätte man einfach den Leuten in China auch ein bisschen die Angst nehmen können. Und hätte dann aber auch zugeben müssen, wenn es halt ein paar Tage wirklich überlastet war, dass das so ist. Aber selbst dann wäre es ein Vorteil, wenn Leute nicht versuchen, von auswärts irgendwo zu einem Krankenhaus zu fahren, nur um dann dort zu erfahren, dass es keine Intensivstationbetten gibt. Wie gesagt, es sind für mich Gerüchte. Ich habe keine Belege, weil es eben diese Zahlen nicht gibt. Also waren jetzt die Intensivstationen einfach relativ unter Druck und relativ voll oder waren die überfüllt? Ich habe Videos gesehen, die auf Twitter da geteilt werden, die sollen zeigen, wie überfüllt die Intensivstationen sind. Aber was mir dabei vor allem auffällt, ist, dass es in China halt möglich ist, dass Verwandte mit auf die Intensivstation kommen und da ihre Verwandten betreuen. Das macht man auch so in China. Also das sagen mir auch Chinesen, dass das irgendwie normal ist, dass man die Familienangehörigen nicht alleine im Krankenhaus lässt, weil sie da zu einsam wären und weil es halt einfach auch unmenschlich wäre, wenn jemand schwer krank ist, da als Verwandter nicht die zu begleiten. Und ja, ich blende euch da jetzt auch Videos ein auf der Seite, und da seht ihr wieder eine ganze Gruppe, 10 Leute, die stehen da irgendwo um ein Bett rum, und das wirkt dann wahnsinnig überfüllt. Aber das sind ja keine Patienten, die da rumstehen, das sind ja Angehörige, nicht Patienten. Also darum sagt so ein Video wenig aus. Jetzt zu einem weiteren Punkt, und den finde ich wirklich schockierend. Das ist, und ich bezeichne da die westlichen Journalisten wirklich als Aasgeier, die suchen wirklich nach Leichen, wortwörtlich in dem Fall. Da ist jetzt ein Trend, dass Journalisten zu Krematorien hinfahren und versuchen zu zeigen, dass die Krematorien überfüllt sind. Und da wird dann immer wieder eine Warteschlange von Autos gezeigt. Da mache ich gleich noch eine Rechnung, zum zeigen, wie absurd diese Bilder sind. Aber auch, da gab es wohl Journalisten, die dann die Kamera irgendwelchen Leuten, die gerade Angehörige verloren haben, die Kamera ins Gesicht stecken und da irgendwie fragen, wie sie sich fühlen und ob die Verwandten an Covid gestorben seien und was sie von der Regierung halten.
Und das finde ich schon krasse Respektlosigkeit gegenüber der Menschenwürde. Na, also, wenn du deinen Vater, deinen Großvater, Großmutter verlierst, das passiert ja nur einmal im Leben, dann ist wohl das Letzte, was du willst, dass irgendein ausländischer Journalist da dir ein Mikrofon in die Nase hält und sagt, was hältst du von deiner Regierung? Na, also das ist wirklich eine Riesenfrechheit. Und entsprechend schreibt dann da auch einer, er sei da handgreiflich angegriffen worden. Finde ich auch richtig. Also da soll Polizei auch wirklich durchgreifen. Ein anderer hat geschrieben, auf Twitter habe ich gesehen, dass jetzt Polizei um Krematorien aufgestellt worden sei. Ja, richtig so. Also es geht absolut nicht, dass Krematorien, wo Leute ihre Angehörigen verbrennen lassen und beerdigen wollen, dass das zu einem Tourismusziel für westliche Journalisten wird. Das finde ich absolut respektlos und ehrlich gesagt auch völlig geschmacklos. Und während ich jetzt hier an diesem Schneespielplatz entlang gehe, das ist so, in Peking ist es mittlerweile minus 7, 8 Grad über Nacht. Tagsüber geht es so auf 0 Grad, plus minus 1 Grad. Aber es ist sehr trocken im Winter, immer in Peking, und darum ist dieser ganze Schnee künstlich. Das ist hier ein kleiner Park mit künstlichem Schnee, wo man halt Eintritt bezahlt. Aber der Schnee hält auch. Wenn der einmal aufgebaut wurde, dann hält der Schnee da den ganzen Winter lang bis irgendwann Februar, weil es jetzt wirklich kalt ist. Darum auch meine warme Wintermütze. Und ich möchte jetzt noch diese Rechnung anstellen. Also, ich habe im Internet Zahlen gesehen, dass die Sterberate in China rund 7 pro 1000 beträgt. Das heißt, auf 1000 Leute sterben pro Jahr rund 7 Leute. Das ist ein guter Wert, das ist eine gesunde Gesellschaft. Der war sogar noch tiefer in der Phase, als die Lebenserwartung stieg, weil da Leute, als die Gesellschaft im Durchschnitt noch relativ jung war, da wurden die Leute immer älter und entsprechend starben da jedes Jahr sehr wenige Leute. Mittlerweile hat China auch sehr viele alte Leute, über 80, 90 Jahre. Und die sterben natürlich irgendwann auch, und darum hat sich da die Sterberate etwas eingependelt. Die ist bei rund 7 Leuten pro 1000 im Jahr. Nun hat Peking eine Einwohnerzahl von rund 25 Millionen. Also das ist eine Riesenstadt für europäische Verhältnisse. Das ist größer als viele europäische Länder in Sachen Einwohnerzahl. Und wenn man das jetzt hochrechnet, also von 7 auf 1000, die sterben pro Jahr, das heißt, auf 25 Millionen sterben rund 175.000 Menschen pro Jahr in einem normalen Jahr im Durchschnitt. Natürlich, jetzt ist hier eine Kältewelle, im Winter sterben überall auf der Welt immer mehr Leute als im Sommer und im Frühling. Also das ist jetzt natürlich eine Phase, wo eher mehr Leute sterben. Aber selbst wenn man das ganz normal im Durchschnitt nimmt, 175.000, da sterben also pro Tag im Durchschnitt rund 500 Leute in Peking. Und jetzt könnt ihr auch ausrechnen. Also ich habe auf der Karte nach Krematorien gesucht. Da habe ich jetzt 9 Punkte gefunden. Das heißt also, das ist vielleicht etwas makaber, aber pro Tag in jedem dieser 9 Krematorien werden rund 50 Leute kremiert. Das heißt, wenn ich hier eine Warteschlange von 10 Autos sehe in so einem Video, dann bedeutet das überhaupt nichts. Also das heißt, dass jetzt gerade da halt ein paar Leute Schlange stehen. Warum das so ist, das weiß ich noch lange nicht. Ob das jeden Tag so ist, wie war denn das letztes Jahr und vorletztes Jahr, als der Winter einbrach, als es da plötzlich kalt wurde, wie sahen die Krematorien dann aus? Also all diese Informationen, die müsste man ja haben, damit so ein kurzer kleiner Stau von Autos irgendeine Aussagekraft hat. Und darum finde ich auch wirklich, diese Journalisten, das sind Aasgeier, die wollen nicht informieren, die wollen schockieren, die wollen nicht, dass ihr da irgendwie eine Übersicht habt, wie die Covid-Situation in China ist. Warum auch? Ganz ehrlich, also sterben in den USA auch täglich Leute, sterben in Europa täglich Leute an Covid, es sterben auch täglich Leute an der Grippe und an anderen Krankheiten. Warum soll jetzt das ausgerechnet in China ein Thema sein? Ja, natürlich, weil die eben wollen, dass ihr schockiert seid. Und ich habe da meine Theorie, das könnt ihr als Verschwörungstheorie nennen. Ich finde, da braucht es keine Verschwörung dahinter, um das so zu sehen. Journalisten, westliche Journalisten, die haben im westlichen politischen System eine extrem große Macht. Medien, wenn die schlecht schreiben über einen Politiker, dann wird dieser Politiker höchstwahrscheinlich nicht mehr gewählt. Und diese Macht, die nutzen Medien auch aus, weil sie natürlich dann vom Politiker,
von Politikern sehr, sehr gut behandelt werden, in der Hoffnung, dass sie dann positiv über diese Politiker schreiben. In China ist es komplett anders. China sagt, du, ihr könnt gerne über China schreiben. Wenn ihr da auch kritisch seid, schauen wir uns das an. Für uns seid ihr da eine wichtige Informationsquelle, damit wir da keine blinden Flecken haben. Aber ihr könnt euch nicht einbilden, dass eure Sicht die einzige ist, die für uns relevant ist. Also wenn ihr da irgendwo eine Minderheit seht, die irgendein Problem hat, dann ja, schaut man das an. Aber vielleicht gibt es ja irgendwo eine andere Mehrheit, die andere Interessen hat. Also ich denke da gerade an die Luftverschmutzung. Vor 10 Jahren in China war die Luftverschmutzung sehr problematisch. Und westliche Medien haben da sofort extrem drauf reingeschossen, ja, wie grauenhaft die Luft sei. Und natürlich viele, viele White-Collar-Büroarbeiter mit guter Ausbildung in den großen Städten in China, die haben auch gesagt, die Luft ist Katastrophe, das ärgert mich, das finde ich schlimm, möchte nicht, dass meine Kinder so aufwachsen müssen. Ja, aber gleichzeitig gab es sehr viele immer noch sehr arme Bauern und Arbeiter, die halt sagten, ja, wenn meine Stahlfabrik, wenn mein Kohlekraftwerk, wenn das schließt, dann habe ich keinen Job. Und das war halt wirklich ein klassischer Interessenskonflikt. Kommt dazu, dass natürlich auch noch die Frage ist, wie schnell kann man das Ruder rumreißen? Na, also eine Schwerindustrie, ja, man kann die einfach zerstören, so wie das in der DDR passiert ist. Da hat man halt einfach die ganze Industrie zerstört. Die gibt es jetzt nicht mehr und entsprechend ist da der CO2-Verbrauch Deutschlands auch gesunken seit 1990. Aber das wäre ja, war jetzt nicht unbedingt ein großer Erfolg für die Leute im Osten Deutschlands. Und in Deutschland ging es noch, weil der Westen sehr reich ist und der Osten im Verhältnis deutlich kleiner als der Westen Deutschlands. Und entsprechend konnte man das einfach finanzieren und den Leuten da halt einfach Geld rüber schaufeln. Was natürlich viele, denen es im Westen nicht besonders gut geht, vielleicht auch nicht toll fanden. Aber man konnte da zumindest die negativen Folgen irgendwo ausgleichen. In China vor 10 Jahren war das natürlich nicht so einfach. Wenn man da einfach alle Arbeiter entlassen hätte, um die Fabriken zu schließen, ja, dann hätte nicht die White-Collar-Service-Sektor der Wirtschaft da das einfach bezahlen können. Mittlerweile ist man viel, viel besser. Da hat man jetzt halt einfach 10 Jahre gebraucht, um das irgendwo zu ändern. Mittlerweile ist die Luft in China meistens doch recht gut, nicht immer perfekt, natürlich, aber hat sich viel getan. Aber die Medien haben da geschimpft und gemacht. Und damals sagten aber viele, auch kommunistische Parteimitglieder, Führungsmitglieder, dass dieser Druck und diese Information von westlichen Medien durchaus relevant für sie sei, dass sie das anschauen, weil sie da auch eine Stimme aus dem Volk hören. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren geändert, weil die Anti-China-Rhetorik so abstrus und extrem geworden ist. Also eben, wenn da ein Journalist zu einem Krematorium hinfährt und versucht, da Leute, die ihre Verwandten verloren haben, zu interviewen, das kann ja keiner mehr ernst nehmen. Also da kann auch ein seriöser Politiker in der kommunistischen Partei, der wirklich versucht, sein Land zu verbessern, nicht hingehen und sagen, ja, ich gucke jetzt das an und das informiert mich dann, um da bessere Politik zu machen in Zukunft. Das ist einfach nur noch grotesk. Und entsprechend werden aber auch westliche Journalisten sehr schlecht behandelt, weil die halt auch immer, immer Troublemaker sind. Na, die suchen nach Problemen und die verursachen auch Probleme. Die ärgern auch viele chinesische Leute und entsprechend werden die dann halt eingeschränkt in China und entsprechend hassen sie dann halt China. Also ist auch verständlich, ne? Ich bin Journalist. In Europa werde ich da immer auf Rosen gebettet und ganz, ganz vorsichtig mit Samthandschuhen behandelt von den Politikern. Dann komme ich nach China und da heißt es erstmal, ja, was bist du eigentlich, was willst du und mit welchem Recht meinst du könntest hier irgendwie uns erzählen, was wir zu tun haben? Ja, das ist ein Schock für Journalisten und das ist mal nicht so cool, wie es bei ihnen zu Hause läuft. Und entsprechend, ja, das schaukelt sich dann hoch, ne? Je mehr die Journalisten schlecht schreiben über China, desto eher finden halt chinesische Führungskräfte und auch ganz normale Leute in China, dass das einfach Feinde Chinas sind, die einfach nicht wollen, dass es dem Land gut geht. Und je mehr sie dann diese Journalisten schlecht behandeln, desto mehr finden die Journalisten, ja, China ist wirklich ein böses System und das unterdrückt die Menschen, weil es halt tatsächlich diese westlichen Journalisten ein Stück weit unterdrückt. Ich glaube, das ist das ein Teufelskreis. Und den versuche ich ein Stück weit zu durchbrechen. Mit meinen paar hundert Followern ist das natürlich nichts, was einen großen Einfluss hat auf die Welt. Ich hoffe, es werden mal mehr Leute sein. Ich versuche, wie gesagt, auch so ein bisschen
neutral zu berichten. Wie gesagt, also die Informationspolitik, nachdem man jetzt die Covid-Maßnahmen praktisch alle aufgehoben hat, die Informationspolitik, die hätte China besser machen können, besser machen müssen auch. Da hätte man sich selbst auch Ärger erspart. Insbesondere auch die Gerüchte, ne? Diese ganzen Gerüchte von, ach, so viele Leute gestorben. Hätte man verlässliche Informationen, würde man solchen Gerüchten ja sicher auch nicht Vertrauen schenken. Und da wurden Fehler gemacht. Oder im Bereich Impfung, da fragen jetzt manche, warum hat man nicht früher angefangen zu impfen? Da denke ich, das ist eigentlich, das lässt sich beantworten, diese Frage, ne? Weil in China gibt es keinen Impfzwang. Ja, da haben die Behörden auch keine Macht, jetzt gerade ältere Leute zu zwingen, sich zu impfen. Es ist kostenlos, jeder kann sich kostenlos impfen lassen in China. Und da habe ich jetzt Bilder gesehen, die sind offenbar von dieser Woche, von einem Impfzentrum, wo einfach keiner hingeht und sich keiner impfen lässt. Ja, ja gut, wenn sich die Leute nicht impfen lassen wollen, dann kann man die auch nicht zwingen dazu. Den einzigen Zwang, den es ein Stück weit gab, war über Arbeitsplatz, dass manche Bürogebäude sagten, in dieses Gebäude darf man nur, wenn man eine Impfung hat. Und da müssen die Leute sich dann entscheiden, ob sie einen Job kündigen oder sich impfen lassen. Und von daher sind dann viele Arbeitskräfte auch geimpft. Aber gerade die älteren Leute, die für die es ja besonders wichtig gewesen wäre, da gibt es viele, die einfach sagen, nee, interessiert mich nicht, habe ich keine Lust, mache ich nicht. Muss auch sagen, also Chinesen können unglaublich stur sein. Und gerade diese ältere Generation, die zum Teil in der Kulturrevolution aufgewachsen ist, wo wirklich also nur die Harten durchgekommen sind und wo halt einfach viel, die halt wahnsinnig viel Konflikt und Streit in ihrem Leben erlebt haben, ja, die überzeugt man nicht so leicht. Und das ist ein wahnsinnig stures Volk. Und da sind jetzt halt viele ungeimpft. Natürlich gibt es da jetzt bestimmt auch Tote. Und wenn man wüsste, wie viel sind, und wie gesagt, die Intensivstationen, wenn man da wüsste, wie viel Betten belegt oder frei sind, dann hätte man auch weniger Gerüchte. Und da hätte China sich wohl selbst einen Gefallen getan, wenn man da auch Schwächen eher eingestanden hätte, anstatt einfach zu sagen, wir informieren nicht. Was ich korrekt finde, ist, dass man jetzt in China nicht mehr über die Ansteckungszahlen berichtet, weil wenn man die Leute nicht flächendeckend testet auf Covid, dann ist jede Aussage zu Ansteckungszahlen pure Spekulation. Also auch die Behörden selber, da bin ich überzeugt, Intensivstationbettenzahlen, die haben bestimmte Behörden, das wissen bestimmte Leute in der Verwaltung, aber die tatsächliche Ansteckungszahl von Covid, das weiß kein Mensch, das kann man nicht wissen. Also viele haben sich angesteckt, ja klar, aber damit hat sich's dann auch. Wenn man nicht testet, dann hat man keine Ahnung, da hat man keine Zahlen. Also das finde ich jetzt weniger problematisch. Man muss die Zahlen ja auch nicht haben. Also es nützt ja nichts, ne? Solange die Intensivstationen nicht überlastet sind, solange ist mir ganz recht, wenn China sagt, wir erheben die Zahlen nicht mehr, wir veröffentlichen die Zahlen nicht mehr. Das heißt nämlich auch, dass es kein Zurück gibt. Also es gibt jetzt nicht irgendwie die Aussage, wenn es jetzt irgendwie über 10 Millionen Ansteckungen kommt, dann wird eine Stadt doch wieder irgendwie in den Lockdown geschickt. Nee, das ist jetzt vorbei in China, da hat man jetzt die Entscheidung gemacht. Und wie alles in China, oft halt ruckzuck, ohne lange Vorwarnzeit, ohne lange Vorbereitung, einfach so, jetzt ist soweit, viele Leute wollen diese Maßnahmen nicht mehr. Jetzt werden die abgeschafft und zack, bumm, da sind wir jetzt. Und ja, das Leben geht weiter. Hier ein Bild von der U-Bahn in Peking. Also die Leute verschanzen sich jetzt auch nicht mehr zu Hause. Ich war da zum Beispiel gestern in einem Bauernmarkt, wo halt frische Gemüse, Früchte, Fleisch und so verkauft werden. Und auch da habe ich gesehen, ihr seht da Bilder nebenan, wie das Leben zurückgekehrt ist. Ich weiß nicht, ob der Baumarkt jemals weniger Leute hatte jetzt die letzten Wochen, aber also gestern zumindest, das war nicht leer. Man sieht jetzt auch immer mehr Leute wieder, die die Maske nicht mehr tragen oder sie mal runternehmen, um irgendwie eine Zigarette zu rauchen, auch im Innenraum. Also das hat sich sehr entspannt angefühlt und das deutet wiederum darauf hin, dass das wirklich jetzt dieses diese Welle am Abflauen ist oder bereits vorüber. Und
Ich glaube, bis zum Frühlingsfest, das ist Ende Januar, das ist so wie Weihnachten und Neujahr in China. Bis dann ist zumindest in Peking eigentlich alles schon wieder ganz normal. Hoffe ich mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte weiterleiten und liken und gebt Kommentare, gerne auch kritisch. Vielen Dank.